Die Leute sehen alles so kritisch, weil ich Social Media mache. Und die Leute denken halt immer so, ey, der ist nur am Streamen und der ist nur das und das machen. So, die Leute verstehen gar nicht, wie mein Tagesablauf sind. Oder die Leute urteilen über mich, ohne was zu wissen. Also, so, Real Talk, Willi, musst du nicht trainieren? Bruder, ich stehe um 8 Uhr auf. 8 Uhr, 7-mal die Woche, Bruder. Okay? 7-mal die Woche stehe ich 8 Uhr auf. Gehe dann zum Training von 9 bis, sagen wir, 14 Uhr. Bis 14 Uhr. Okay? Danach ist Schluss. Ab 14 Uhr habe ich frei. Okay. Der einzige Unterschied ist, ihr bekommt mit, was ich mache. Ich zeige, was ich mache. Ich teile mein Leben. Bei meinen anderen Jungs ist es nicht anders. Die sind in den Warzone-Lobbys, die sind in den Formel-1-Lobbys, in den Fortnite-Lobbys. Die zocken, alle machen das. Aber ich werde gequatscht. Ich werde immer dumm bequatscht. Warum? Solange deine Leistung und Social Media nicht leidet, man einfach so weiter. Aber wie soll denn meine Leistung leiden unter Social Media? Also, weil ich mir im Kopf setze, boah, Bruder, boah, die Story von mir heute war nicht so gut. Oder, oh, hab vergessen, was zu posten. Das ist ja nichts, was mich beeinflussen kann.